In diesem Video stelle ich euch Tony Hawk's Underground 2 auf Xbox 1 vor. Ja, also wir fangen dann auch gleich mal mit Menü an, was es für Modus gibt. Es gibt einen Story-Modus, das erkläre ich euch dann auch genauer. Einen klassischen Modus erkläre ich euch auch noch genauer. Das geht vorfahren, da könnt ihr einfach aus Spaß irgendwo rumskaten. Macht ihr den Modi, dort könnt ihr einen Park, einen Skater, Graffiti oder so erstellen und Spieloptionen sagt ja schon alles. Wir fangen da mal mit dem Klassik-Modus an. Ja, wir nehmen da mal irgendeinen Secret Skater. Ach, nehmen wir mal den hier, weil das lustig aussieht. Ja, so ein Klassik-Modus, das werdet ihr auch gleich sehen, muss man so Kombo-Symbole hintereinander ansammeln. Überspringe ich jetzt mal, also man muss hier ein Combo machen und alle Symbole dabei einsammeln, also von der Combo her. Aber ich finde das persönlich sehr schwer. Also normalerweise sind die Personen scharfer, also von der Auflösung und so, aber da ich ja jetzt extra so ein Spezialskate aus dem älteren Tony Hawk Spiel genommen habe, sieht es halt jetzt so aus, aber sonst ist es natürlich besser. Also das Spiel hat immer noch nichts an Glanz verloren. Es ist hier inzwischen auch sau billig, deswegen kann ich es euch schon mal empfehlen. Ja, also es ist echt ein nettes Spiel. Und wenn einem sowas halt nicht gefällt, sollte man es sich auch nicht holen. Ja, dann gehen wir mal woanders hin. Und dann gehen wir mal in Story-Modus. Also so Missionen wie eben. Sowas müsst ihr auch im Story-Modus machen, bloß schwieriger. Und wir müssen halt Sachen zerstören. Also die Story, die heißt ja auch World Destruction Tour. Also, oder so heißt es irgendwie. Ja, da geht es dann halt darum, dass man so viel zerstören muss und so. Ja, also es ist schon so lustig. Wie ich euch jetzt zeigen werde, gibt es hier viele verschiedene Sachen, die Spaß machen können. Also man kann auch Spraydosen oder so aufgammeln. Die kann man dann rumwerfen. Ja, und dann kann man halt andere damit abfeuern, die muss irgendwo eine sein. Und ja, wenn man die halt abfeuert, die Leute, kriegt man Punkte. Da vorne ist hier so eine Kiste. Ich glaube, wo ist das denn jetzt? Wir haben jetzt 10 Bomben eingesammelt. So, da oben habe ich einen erwischt. So, das Zeug sollte man eher Farbbomben nennen. Ich zeige es euch gleich, wenn ich wieder bei irgendjemandem drin bin. Ich kann auch so welch werfen, aber es bringt jetzt nichts. So, jetzt spielen wir mal eine Runde Bowling. Was bin ich für ein Loser? Ich treffe keinen einzigen. So, aber jetzt. Ja, da oben müsste irgendjemand sein. Ach ja, nochmal so nebenbei, man kann auch an solche Feuerstellen sein Board anfackeln. Ja, sieht halt schick aus. Da oben ist jemand. Wie ich da hochkomme, ist eine andere Frage, aber jetzt hab ich es. So. Und es kommen halt immer andere Farben raus. Ich jetzt ein Stück weg, ich stehe wieder auf. Mal egal. Dann gibt es hier noch einen Wetterballon, den muss man auch irgendwann in der Story zerstören oder so. Ja, dann gibt es halt noch Freak Out. Die zeige ich euch auch noch. Also die Grafik, wie ihr seht, ist eigentlich schon noch sau gut dafür, dass das Spiel schon älter ist. Also man kann Graffitis machen. Oder man kann auch Sticker machen. Ich mach mal irgendwo einen hin an das Haus da. Oder an den Wohnwagen da hinten. Der Wohnwagen steht besser. Mist, knallt hier dran. So. Da oben müsste jetzt normalerweise irgendwo von mir ein Sticker sein, ist aber keiner erschienen. Muss ich das an dieser Hundehütte da machen oder was das ist? Auch kein Sticker. Das sind jetzt zahlreiche von Bugs, weil das hier überall anscheinend nicht sieht. Normalerweise erscheint dann so ein Sticker, den man sich aussuchen kann.
Naja, dann machen wir Free Skate und währenddessen probiere ich den Sticker nochmal aus. Es war wieder dieser Sticker-Trick, aber es hat mir wieder nichts geholfen. Ah, dann zeige ich euch mal einen Freakout, dann mache ich jetzt irgendwas Extremes, das habe ich nicht überlebt. Bald müsste mal ein Freakout wieder kommen. Ich hatte in dem Video hier noch keine Chance, einen Freakout zu machen. So richtig im letzten Video, das ich da vorgedreht habe. Da habe ich sogar maximal geschafft. Ja, das ist ein Freakout, ab und zu bricht das Board durch. So, ich drehe das Video zum dritten Mal, denn einmal war es zu lang, einmal zu kurz, einmal zu groß und jetzt drehe ich es halt zum was weiß ich wie viel Mal. Ja. Da war ein Sticker, ich habe ihn gesehen. Ja, jetzt habe ich einen gemacht. So, ihr könnt euch halt so einen Sticker raussuchen und den könnt ihr dann irgendwo hinpacken. Ja, hier muss es aufgehen. Ja. Es gibt ja noch sowas herstellen wie hier. Ihr seht, ist das hier Dreckswasser. Da gehen wir mal da hoch. Spring da ran, dann ist halt erstmal das Wasser leer, aber das taucht in die Zeit wieder schnell auf. Ja, so. Insgesamt kann ich euch das Spiel echt so empfehlen. Es macht so viel Spaß, auch heute noch. Es gibt auch Cheats, die relativ nützlich sein können. Also, Grafik ist für damals so gut, die kann heute noch einigermaßen mithalten. Ja. Was kann man da noch groß sagen? Also, ich finde es echt gut. Der Preis heute ist natürlich viel, weit unter dem, als wie viel das halt früher gekostet hat, also von dem Preis halt. Ja, also ich kann es euch empfehlen und ja, also ich gebe dem Spiel mal 4,5 Sterne, abzüglich halt ein paar Bugs, aber insgesamt ist das echt ein sauber gelungenes Spiel. Ja, dann war es das erstmal. Bis zu meinem nächsten Video und ciao.